Pause? Mein Daumen. Ja, okay, dann machen wir jetzt mal kurz eine Pause. Aus Kiel am Oberrhein, die Gruppe Eisenhammer. Wir haben nicht viel Zeit, das fängt gleich der nächste Titel. So, bin ich wieder auf Sendung? Hört man mich? Hallo Anrufer! Kein Anrufer? Ach! Ich möchte dann auch wieder Kaffee trinken. Wir haben ein paar tolle Faxe gekriegt. Hallo? Peter, was hast du mit deinem Haarschnitt gemacht? Sehe ich nicht gut aus? Ja, irgendwie ein bisschen grau geworden, ne? Nee, das haben wir uns heute eingefärbt. Mit Go Living Colors oder was? Nee, wegen der Zielgruppe. Wegen welches? Weil heute ist zum Beispiel Pflichtsendung. Alle Hamburger Altersheime müssen heute gucken, damit die Sterberate gut erfüllt wird. Na ja. Wenn ich die so anschreie zum Beispiel! Hast du Zahnmalzer, Schmalz im Mund? Nee, aber ich kann die mal rausnehmen. Sollst du mal rausnehmen? Ja, mach mal. In der nächsten Sendung. Ciao! Ja, das ist eklig, ich weiß. Alles eklig hier. Ach, ihr seid eklig! Oh, guck mal, da passieren die ersten Sachen auf dieser Lampe. Wow! Ja. Hallo! Hallo! Was kann ich für dich tun? Für mich? Hier ist Andi von der Piste. Hi, Peter. Von der Piste? Von der Piste, ja. Der Pisten-Andi? Der Pisten-Andi. Oh, dann lest mal jetzt den Artikel vor. Ja, das machst du schon selber. Was kann ich für dich tun, Andi? Ich wollte dir einfach nur eine super Kondition wünschen und eine geile Show. Nein, wir müssen ja leider um 2 Uhr Schluss machen. Echt? Ja, ist von der Hamm jetzt doch verboten worden.
Das ist ja bitter. Ja, also um 2 Uhr am Montag früh. So weil kenn ich dich. Wir haben wirklich die Angst, dass wir das nicht schaffen, so. Weil wir haben so viel wegen Überziehen und so. Ah ja. Und grüß mir die Bärbel Schäfer und ich hoffe, dass wir uns am Dienstag nochmal im Molotow sehen. Ja, wenn ich dann aus Köln zurück bin. Stimmt das eigentlich, dass die Bärbel Schäfer mit Winnie Schäfer verwandt ist? Nee, mit Winnie Pooh. Winnie Pooh, ach so. Winnie Pooh! Kennst du Winnie Pooh nicht? Doch, hast du keine Kinder? Doch, auf dem bin ich auch mal geritten. Auf dem? Das ist jetzt aber eine Sauerei, du. Du kannst doch hier nicht so eine Reitspiele hier auf, aber ist ja 31 Uhr jetzt, nee. Oh, das ist schon 1 Uhr! Echt? Oh, ich bin müde. Oh, scheiße, ich muss auch ins Bett. Mach's gut. Ja, wenn ich das hätte sagen wollen, mach's gut, hätte ich gesagt, mach's gut. Ich hab nicht gesagt, mach's gut. Ich sag einfach, hau ab. Oh, tschüss. Auch wenn du von der Zeitung bist, einen Artikel geschrieben hast, weil du hast ihn ja schon geschrieben, der ist gedruckt, muss ich also nicht mehr freundlich zu dir sein. Kann also einfach sagen, ihr seid alle Piste lesen, kann ich euch nur empfehlen. Piste, geile Artikel, geile Journalisten, geiles Umfeld, geile Zeitung. Was machst du denn hier? Fall auch noch hin vielleicht. Ein bisschen. Doch, wäre schon. Klein bisschen wie... Oh, ich schaff das nicht mehr. Oh, ich bin drin? Ja, du bist... Ja, nein, du hörst mich. Das ist ja geil, Mann. Ich hab dich noch nie gesehen, aber ich find dich so scharf, dass du mich je wieder sehen wirst. Mann, dir verschließt das ja die Sprache. Das ist nicht, Mann, das ist nicht normal hier. Ich wollte dir erzählen, dass ich die meisten Bienen hab und du hörst mir gar nicht zu. Mann, was bist du denn für ein Heimchen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist wohl echt geil. So scharf hab ich dich noch nie gesehen. Also das ist nicht normal hier, du. Regie? Ich denke, das ist ein Anrufer. Hast du mich nicht gehört? Regie, hallo. Ja, du hast mich überhaupt nicht verstanden. Regie, ich denke, das ist ein Anrufer. Du hast mich überhaupt nicht verstanden, mein Bist Gott! Genau, oder was? Das ist ja wohl geil, du. Bist du da hin? Ich kann den nicht hören. Nee? Hallo? 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 Ich höre dich doch die ganze Zeit, Mann, du bist auf dem Sender, hast du das doch gar nicht mitgekriegt? Wo ist denn der Anrufer? Der ist am Apparat, mein Gott. Du hast ja überhaupt gar keine Ahnung. Du weißt ja gar nicht, was läuft. Hallo. Was? Hallo. Mann, da wird das verschlechtert, das die Sprache. Doch, tschüss. Ist euer Apparat. Tschüss. Machen wir wieder Bluebox-Film. Warte, ich zeig euch den mal, den ich haben will. Na, ich kann doch hier, ich bin noch zu hören. Also ich bin jetzt gerade im Regieraum und wir haben keinen Handkameramann, der uns jetzt die Kamera führt. Deswegen bin ich jetzt hier ganz alleine. Jetzt haben wir aber wieder einen Bluebox-Film und dann kann ich auch wieder rübergehen. Und jetzt ist da die Kamera, die fallen hier gleich um. Die sind ja schön aufgeregt, weil ich ja bin ein Fernsehstar. Und das ist der junge Mann, der überlebt hat. Der hat überlebt eine Woche, einen Tag später, früher, oder? Nie wieder Öger. Nie wieder. Na, das ist aber jetzt auch ganz schön rassistisch. Irgendwie. Ich meine, der hat das auch für uns alle gemacht, diese Billigurlaub. Herr Öger. Hallo. Hi. Selber halb. Na? Na? Ich wollte Werbung machen. Wann? 6.4. Große Freiheit. Bronx Boys und Achtung Kabel in der großen Freiheit. Aber die Bronx Boys sind doch heute in der Freiheit. Was? Wie? Heute sind die Bronx Boys in der Freiheit. Ja, am 6.4. aber auch. Das ist nämlich ein Benefiz für die ganzen Junkies, fürs Hafenkrankenhaus und so. Ja, aber da wollte ich mal sagen, dass alle Leute am besten da hinkommen sollten. Kann ich nur dazu mit aufrufen. Ja, finde ich auch. Tschüss. Tschüss. Dann nimmst du die alte Tasse bitte mit. Ach, das ist sehr aufregend, so eine Sendung. Ja. Hallo. Hallo, hier ist Jessica. Ich wollte dich mal fragen, letzte Woche hat dich doch so jemand bedroht, wenn du in die Prinzenbar kommst, weißt du noch? Wenn ich in die Prinzenbar komme? Ja, wegen dem Flugzeugabsturz. Nee, der hat gesagt, wenn er mich in der Spitaler Straße trifft. Ja, aber der wollte da hinkommen. Und dann haben wir da 2 Stunden gewartet und gewartet und der kam nicht. Und er kam nicht. Nö. Ja. Findet auch doof, wenn ich so ignoriert werde. Naja, wenn ich... reiß mir den Arsch auf. Wie bitte? Ich reiß mir den Arsch auf. Ach, naja, ne? Hab schon ein Ärzte-Team gehabt, die dann die Notoperationen gemacht hätten. Du sitzt doch da und trinkst Kaffee und... Nee, da ist ja kein Kaffee drin. Na, was denn? Rum.
rum. Rum, rum, rum. Anrufer, komm herum. Wie alt bist du denn, Jessica? 24. Hast du einen Freund? Nö, brauche ich auch nicht. Warum nicht? Bist du... Nee, auch nicht. Sex? Was denn? Bist du ein Non-Fucker? Nein, auch nicht. Aber Männer, die weiß ich nicht. Nö, habe ich im Moment keinen Nerv zu. Ey, und das ist ja jetzt eine Uhrzeit, da können wir ja über so eine Sachen reden. Wenn du jetzt also keinen Freund hast, dann hast du aber doch wahrscheinlich trotz allem... Nein, habe ich auch nicht. Bei uns Männern nennt man den Trieb. Ja, bei euch Männern, genau. Hast du nicht? Nö. Du fässt dich auch nicht selber an und so? Nö, du dich? Warum nicht? Das riecht immer so... Ja, wenn du da Erfahrung hast, tut's mir leid, aber auf Männer, nö, guck dir doch die Männer an. Na, ich zum Beispiel, bin nicht ein Traum aller Männer, Frauen? Na, ich weiß nicht. Na, woran liegt's denn, dass du nicht weißt? Ja. Weil ich noch nicht tätowiert bin, aber das kommt ja nachher. Ja, das ist schön, aber nee, ich weiß nicht. Nee, also mein Typ wärst du nicht, tut mir leid, aber nee. Dann hau ab, du Kuh! Ich mach hier eine Sendung, ja? Will ohne Aggression durchkommen. Und dann so eine Kacke, ja? Jessica, 24 Jahre, keine Zukunft mehr. Ruf in das Krullo-Show an und auf die. Aber nie mir, ja? Mir. Mir. Hallo. Hallo. Hallo Peter, hier tschüss. Ist Bramfelder. Tschüss. Die nächsten 5 einfach so raus. Wieder Drohung. So. Dritte Tür rechts, Brille hochklappen, reinsetzen, Beine ausstrecken, Wasserspülung drücken und tschüss. Echt eine Scheißsendung. Gibt's den Mist Hallo. Auch auf Video, wenn was... Bitte, hier ist Zombie. Ja. Zombie? Jo. Du, wo machst du als Fernsehstar eigentlich deinen Jahresurlaub? Ich darf keine Werbung machen, ich sag nur Ögatus. Ah, und wo ist dein Steuerparadies? Mein Steuerparadies? Ja. In Frankfurt Preungesheim. Aha. Bei Herrn Schnatter. Und wie viel Schwarzgeld nimmst du ein? Das kommt drauf an, ob ich rechts oder linksseitig popeln tue. Aha. Und wie heißt dein Manager? Tina. Tina? Wann kommt deine erste CD herauf? Die ist schon drängst draußen. Wir sind jetzt mittlerweile bei der 4. Und mit welcher Auflage denn überhaupt? Die erste haben wir 2 Millionen Mal verkauft, für die dritte haben wir einen Grammy gekriegt und für die vierte, die haben wir 400.000 Vorbestellungen. Soll ich mal ein Lied daraus singen? Ja. Ich gebe mir jetzt Mühe, okay? Ja, okay. Manchmal spüre ich eine Frau in mir und mein Trieb sagt, das liegt an dir. Bin ein Typ, naja, manche sagen schlecht im Bett. Andere wiederum sagen, oh mein Gott, ist Peter nett. Ergreif die Stimme, nimm dein Telefon. Ach du meine Güte, ich komme schon. Bravo. Du, was war dein traurigster Tag? Ja, heute. Oh, und dein fröhlichster Tag? Gestern. Und wann hast du das erste Mal in die Windeln geschissen? Tschüss. Keine Intimfragen, das finde ich doof, ja. Da sehe ich dann immer blöd aus, wenn ich dann sage... Um diese Uhrzeit darf das doch gar nicht sein. Hallo. Hallo Peter, pass mal auf, du hast da eben so ein Schwein im Hintergrund. Nee, das ist im anderen Raum. Das wird nachher abgeschlachtet. Wo hast du das denn hergehabt? Das war so niedlich. Ja, das haben wir auf dem Flohmarkt für eine Marke gekauft als Requisite. Ja. Und dann hast du mich eben gefragt, ob ich eine Freundin habe. Das stimmt nicht, das ist meine Frau. Na und? Nee, weil du immer nach Freundin fragst, das finde ich nicht in Ordnung. Na und? Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja? Schalt ab oder was? Nee, stirb. Nein. Stirb. Nein, ich will ja dich auch noch weiter gucken. Ich finde das sehr toll. Stirb einfach. Stirb einfach. Ist auch, wir fliegen ja auch in die Dominikanische Republik. Und weg! Das ist ein Scheißleben. Erst beim Peter rausfliegen und dann mit dem Flugzeug abstürzen. Oh, ist das... Ich bin jetzt wieder auf diese Schiene, wo ich gar nicht rennen will. Diese Satire-Schiene. Ich will ein Fernsehstar sein. Hallo! Hallo! You speak English? Du kennst mich? Nee. Oh yes, I can very do verständig. Das ist gut. I'm the greatest Fernsehstar in Westeuropa. Ja. Can you say verständig? Ja. I was sitting on my... hau ab! Das ist mir zu kompliziert. Ich hab Hunger. Hunger? Wer will mir jetzt was zu essen machen? Vorm Tattoo? Ja. Ein Käsebrot? Ein Käsebrot für den Meister.
Hallo? Mann, ist das aufregend. Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Ja, würdest du denn mal langsam losgehen? Ja. Oh, so viele Gesichter. Oh, guck mal, da kann ich mir selber im Ohr pulen. Ach nee, das ist das andere. Hallo? Ja, hallo, Peter. Was kann ich für dich tun? Ja, ich wollte dir mal gratulieren zu deiner Show. Ich finde die echt klasse, mal ganz was ganz Schräges. Die geht jetzt noch 22 Stunden und 45 Minuten. Ja, und ich bleib sitzen. Dann kannst du doch verlassen. Ehrlich? Ja. Hast du eine Freundin oder eine Frau oder einen Freund? Eine Freundin. Ist die jetzt auch da? Nein, die schläft. Die muss morgen arbeiten. Wollen wir die mal wecken? Soll ich das machen, Philipp? Ey, kannst du den Fernseher dir unter den Arm nehmen? Dann haust du dir den neben's Ohr und ich schreite mal so richtig in die Kamera rein. Das Telefon reicht auch, du brauchst den Fernseher nicht nehmen. Ja, dann geh mal ins Schlafzimmer. Ja, und wenn du da bist, ruf wieder an. Jo. Hunger. Ja, dann bin ich hier Fernsehstar und kann Hunger sagen oder nicht? Hier möchte ich mein Käsebrot essen. Hallo. Anrufer. Hallo. Ja. Peter, was machst du nach deiner Sendung hier? Nach dieser 24-Stunden-Sendung? Ich sag nicht, du fängst bei der Werft an. Tschüss, Komiker. Der ist aber schon ganz schön witzig. Was ist denn da hinten los? Angst. Kommen hier wieder Menschen, die nicht kommen sollen? Kommen wir mal wieder schön zusammen. Magie. Was? Magie. Margarine? Nein, Magie. Hallo, VE. Neum. Ebola, wa? Nee. Syphilis? Was? Wie viel? Endstadium? Kannst du Mathe? Was? Ob du Mathematik kannst? Nee, du hast einen Sprachfehler, weil du immer alle zweimal sagst. Und damit haben wir dann Mathematik auch eingeführt. Genau. Ciao. Ja, du kriegst einen Bugs. Bugs Bunny. Bugs du die, ich bugs die andere. Warum willst du denn die Faxe zeigen? Ja, hallo Peter. Hallo. Weißt du, dass du scheiße bist? Oh ja, und mit dir möchte ich mich jetzt 33 Minuten unterhalten. Oh, ich glaube, das kann ich nicht. Kannst du das auch begründen? Warum bin ich denn scheiße? Du bist ein alles dumm, debiles Stück Scheiße, ey. Aber in Fernsehstar. Fernsehstar. Warst du denn schon mal im Fernsehen? War wahrscheinlich bei RTL? War ich, ey. Ja, dann bist du bei Straßenumfragen, haben sie dich gefragt, ob du noch doof bist oder so, wa? Nee, wo warst du denn schon mal im Fernsehen? Wo denn? Bitte lächeln in der dritten Reihe, Mensch. Ja, so siehst du auch aus. So hätte ich dich auch eingeschätzt, so RTL 2-Gucker. Ja, genau. Wisst ihr was? Ja. Du bist uninteressant. Ciao. Du musst doch nicht mal Wiedersehen sagen. Ich zeig das nicht, wenn die mich beschimpfen. Dich meine ich! Ah? Hallo? Hallo? Ja, ich höre dich. Oh. Endlich mal eine Frau und dann licht sie gleich wieder selber auf. Hallo. Hallo. Ja. Rede. Ja, hallo. Hm? Wie geht's dir? Nächste Frage. Geht's dir gut? Sag Bescheid. Nächste Frage. Mann, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Wenn ich dich jetzt rausgeschmissen habe, geht's mir wahrscheinlich hervorragend. Ciao. Ah, die da. Peter? Hallo? Du arbeitest doch jetzt als Moderator da, ne? Wo? Ja, hier beim offenen Kanal. Ich bin doch nicht beim offenen Kanal. Das ist eine Sendung von Sat1 hier. Ja, das meine ich ja. Und zwar, was machst du eigentlich noch berufstätig da? Wenn ich hier nicht Sat1 Moderator bin? Ja. Dann schreibe ich Bewerbung für RTL. Als was? Ja, Kabelträger. Ach so, haben sie dich schon mal eingestellt irgendwo da? Ja, Parkplatzwächter war ich bei Sat1. Ja, das war ich, da habe ich dich eingestellt. Du hast mich eingestellt? Ja. Kannst du mir das Wort einstellen buchstabieren? Nee, ich stelle mich jetzt aus, ciao. Mhm. Wenn ich dir erlaubt hätte, dass du auflegen darfst. Das wäre jetzt Quatsch, wenn ich das erzähle, nachdem er aufgelegt hat. Hey Peter. Hallo. Hi Peter. Wie geht's dir? Nächste Frage. Nächste Frage. Ja, ist eine doofe Frage. Willst du doch wirklich nicht im Grunde genommen wissen, wie es mir geht? Eigentlich schon so. Wie findest du denn meinen Film, der im Hintergrund da, guck mal, hier auf Bluebox läuft? Recht flashig. Flashig? Ja. Wie wird flashig geschrieben? Flashig. Flashig? Flashig. Flashbier! Genau so wird es geschrieben. Genau. Also, was kann ich für dich tun?
Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, so, was du jetzt bei deinem neuen Job verdienst. Für diese 24-Stunden-Sendung? Ja, auch. Ich habe letzte Mal die Erfahrung gemacht, wo ich euch erzählt habe, dass ich 22.000 Mark im Monat für diese Sendung kriege. Da kam dieser ernste Neidfaktor. Also am Bahnhof Sternschanze wurde nicht mehr gesagt, ey, hast du mal einen Mark, sondern, ey, Alter, ich bin ein Huni. Ja, es ist voll blöd, ja, wenn man so nur so diese Raff-Abgier-Leute hast, ja. Ja, jetzt guck mal, wisst was jetzt schön ist? Was? Jetzt krieg ich gleich was zu essen. Wunderbar, lass es dir gut schmecken. Ja, warte, willst du mich mal essen sehen? Ja, mach das. Guck mal hier. Hau rein. Übrigens, der Käse ist aus Holland. Käse aus Holland? Um europäischen Gedanken weiter zu spinnen. Und einfach um zu sagen, da empfangen wir mit offenem Mund, mit Vollmund nicht gut reden, sondern erst gut besser. Also Peter, ich würde sagen, ich wünsche dir noch viel Glück. Nee, warte. Warte. Wir müssen noch ungefähr 20 Sekunden, damit wir auch noch eine zweite Einheit dir abzocken können. Ja, das ist mir egal. Ich wohne im Altenheim, ich habe keine Einheiten. Und sterben die jetzt schon oder meinst du, die werden erst morgen früh? Na, die sterben tagtäglich hier, ich sag dir das. Und? Hast du denn schon mal so ein paar 100.000 Mark irgendwo im Bettkasten oder so gefunden? Nee, wir hatten ja nur einmal eine Frau, die gestorben ist, die hatte 38.000 hinter dem Bilderrahmen. Und, hast du die gefunden? Nee, leider nicht. Und wenn du sie gefunden hättest, hättest du Hand aufs Herz ehrlich jetzt mal abgegeben? Weiß ich nicht. Kann ich nicht ehrlich sagen. Lüg doch einfach. Vielleicht würde ich mit 2.000, 3.000. 38.000 Mark. Mensch, das ist ja anderthalb Monate mein Verdienst. Dein Verdienst, bei mir wäre es Jahre. Was verdienst du denn da? Ja, ich bin noch in der Lehre, ne? Nennt man das nicht Ausbildung? Ja, Lehre, Ausbildung. Auf dem Bau ist es Lehre. Ah ja. So, jetzt haben wir jetzt wieder Einheit abgezockt. Alles klar, Peter. Wir haben angenehmste Anrufer heute. Gut. Und, hast du am Dienstag was vor? Nee, noch nicht. 22 Uhr ins Molotow kommen. Alles klar. Das ist die Aftershow-Party von dieser Sendung. Gut, alles klar. Dienstag 22 Uhr. Dienstag 22 Uhr. Das war das angenehmste Gespräch, hat, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, wunderbar, Peter. Das ist geil, was? Verwöhnt werden mit Essen hier und so. Ach, Mann. Hallo. Peter. Ah. Hörst du mich? Hallo. Ja, hörst du mich gut. Hallo. Hallo, sag mal irgendwas, worüber wir labern können. Ich soll dir irgendwas sagen, worüber wir labern können? Ja, weil irgendwie musst du ja heute auch nochmal denken und nicht immer wie Anrufer. Okay, Kreuzweiche. Was? Ich hab jetzt was gesagt. Ja, sag mal noch was. Asylcontainer-Bebauungspläne. Ja, das ist langweilig, erzähl weiter. Du langweilst mich. Wir gehen heute Nacht noch richtig fett bomben, ne? Du langweilst mich. Du bist eine Langeweilige. Mensch, du bist nicht nett, du bist nicht schön, ich kann dich nicht mehr im Fernsehen sehen, meine Reims, die sind gut, meine Kraft, die ist stark, 24 Stunden am Tag, nur für den, der es mag. Das wird ein großer Hit, den nächsten Echo krieg ich, mein Team auch und ja. Hallo? Hallo? Ja, hallo Peter, hier ist Rainer aus Bergedorf. Rainer aus Bergedorf? Jo, warum kann man euch denn faxen und die Faxe werden nicht beantwortet? Werden sie, ne? Warte, bleib dran! Bleib dran! Ja? Peter, ne, wie war dein Name? Rainer. Rainer, bleib dran, ja? Ich nehme mal das andere Mikro. Ich mach's an, ja? Hörst du mich, Rainer? Ja, ich höre dich. So, pass auf, das siehst du mich auch? Ja, ich sehe dich auch. Langsam. Warte, ich habe durch Zufall... Warte, jetzt hier die Kamera nicht mehr mit. Komm ich zur anderen Kamera? Ja. Du kannst hier schon mal zeigen. Das ist mal, ach, den zeig gleich. Ja. So. Kannst du noch hören? Ja, ich höre dich noch. Hallo, ja, Ralf. Ich bin noch da. Warte, hier, komm mal, kann ich gleich mal zeigen. Bombastik! Ah ja. Früher war er bei CC Top, heute macht er auf Tätowieren Geld. So, ich habe jetzt mal Fax geholt. Hast du mir einen Fax geschickt? Ich hatte dir, schon ewig her. Hast du Moin Peter? Nee, ich hatte dir dann
ganz einfaches, nur mit ein paar Schriftsätzen drauf. Ja, manche Fax sind auch langweilig. Also, dann kann das vielleicht gewesen sein. Aber meine Frage auch, worum geht das bei dir? Ich habe also durch Zufall offenen Kanal an. Was bezweckst du? Was hast du vor? Gar nichts. Ich will einfach Deutschlands längste Fernseh-Live-Sendung machen. So fürs Guinness-Buch der Rekorde. Ah nein, dafür nicht. Das war beinahe der Grund, warum ich diesen das heute beinahe abgesagt hätte. Ach. Weil alle immer gesagt haben, machst du für Guinness-Buch der Rekorde. Ich finde das widerlich. Ja nö, ich habe ja nur mal ganz offen gefragt. Nein, ich mache das für Guinness-Buch der Rekorde. Leute hinten in der Regie, sind die alle noch zu haben oder haben die alle schon? Wen? Warte, da können wir ja mal kurz trainieren, ja. In der Regie. Wen hättest du dir denn da schon mal ausgeguckt? Müsste ich mal sehen. Also der eine da mit den... Also männlich? Männlich, auf jeden Fall. Okay, wollen wir ihn mal hier, stell dich mal hin hier. So, ihn hier? Genau, das ist er. Hallo? Ja, total süßes Gesicht. Ihn? Ja, ist er noch frei? Okay, dann nehmen wir erstmal Nummer 1, sagen wir zu ihm. Ja. Da kannst du ja noch erstmal die anderen gucken, was der Markt so hergibt. Dann kannst du dich erst später entscheiden, ja? Okay, Mann. Warte, hier. Ich meine, wenn du mal so richtig pervers sein willst, mit einer Frau mal. Oh nee, muss ich nicht. Okay, doch Glück gehabt. So, hier haben sie, nur im Doppelpack. Mit denen kannst du nur Gangbang machen. Oh, finde ich ja niedlich. Und dann kann ich dir einen anderen Fernsehstar empfehlen. Der hat schon mal mit Stefan Raab telefoniert. Auch nicht schlecht. Also die Entscheidung fällt mir. Boah, der hat es geschafft jetzt. Ja, das ist so irre. Also es fällt mir doch sehr schwer. Ich meine, die sehen alle süß aus irgendwo, ne? So, und jetzt habe ich einen klasse Mann für dich. Na. Wow, hier, pass auf hier. Richtig schön, ne? Mr. CZ Top. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, hallo. Wisst ihr, was das irre an ihm ist? Na? Der hat das Einschussloch im Kopf. Ja, ich muss aber sagen, das übersteigt irgendwo ein bisschen meine Altersgrenze. Du, er ist 27. Der macht sich auf älter, weil er aus der DDR kommt, wegen Vorruhestand. Da hofft er, ein paar Mark abzugreifen. Ich meine, ich bin auch von drüber, man merkt es mir nicht an. Du, wo kommst du denn her aus dem Osten? Du Ossi! Ich bin aus Brandenburg. Ich bin froh, dass ich kein Ossi bin, denn Ossi sein ist eine Quälerei. Ich bin froh, dass ich so ein geiler Wessi bin, denn Wessis sind für alles bereit. Wessis haben geilere Frauen, als ihr da aus dem Osten bekommt. Und von den ganzen, sing nachher weiter. Ja, damit triffst du... Bist noch dran? Ja, natürlich. Gewesen. Ja, ey. Nur noch 22,5 Stunden. Ja. Du hast den Anrufbeantworter nicht mehr gehabt, wa? Hast du nicht abgehört, wa? Nee. Ich hab ja das Tattoo abgelehnt. Dann ist man ja vorbestraft oder wirkt als Vorteil. Und das wollen wir ja nun nicht. Ja, das ist bei mir genauso. Wie fällt dir das hier, Fernsehstudio-mäßig? Du bist jetzt ganz gut, ne? Ja. So, mal sehen, wie es weitergeht, ne? Ja, guck. Ob ich jetzt irgendwann mal eine Tasse Kaffee kriege oder... Tina! Weg da vom Telefon, da will jemand einen Kaffee haben! Hi! Ey, du willst dich tätowieren lassen oder was? Ja, ich lass mich gleich tätowieren. Was willst du haben? Hast du das Motiv da? Willst du das mal sehen schon mal? Ja, logisch. Los, dann zeig mal das Motiv. Den muss er jetzt erstmal holen. Das hat er in seiner Arschbackentasche drin. Mann, ist das aufregend heute. Ich sag dir, du, Fernsehen ist aufregend. Ja, ich hab drei Dinge, ey. Das ist geil. Das ist Feuer, Pfeife, Stanwell, wa? Was? Nee, du hast gesagt, du hast drei Dinge. Kennst du das nicht von früher, die Werbung? Hier, da ist es. Oh, das ist doch viel zu wenig, Mann. Mach dir mehr. Aber das musst du dir jetzt auf einen Quadratmeter auf meinem Rücken vorstellen. Den ganzen Rücken voll. Ja, na logisch. Ey, das ist wirklich wahnsinnig geil, ey. Wirklich. Oh, ja, ich werd auch so wahnsinnig. Wir haben ja schon mal ein Vortattoo gemacht. Auf dem Bauch. Ja, zeig her. Auf meinem Bauch? Ja, logisch. Nee, zeig ich nicht. Ey, Mann, da hast du gar keins. Das stimmt. Ich hab gelogen. Aber es tut wahnsinnig geil weh, ey. Aber das wirst du süchtig von, ey. Was, Tattoo tut weh? Ja, logisch, aber es ist geil. Das ist so eben zum Aufkleben. Das tut doch nicht weh. Ich denke, du bist ein richtiges Haus. Ach Quatsch, das meinst du, ich lass mich richtig tätowieren? Na logisch. Nee. Das würde ich für mein Publikum nicht machen. Nee? Nee. Schade, ey.
Aber piercen lasse ich mir nachher in der Vorhaut. Oh, da freut man jetzt schon drauf. Oh, scheiße, das ist doch wie immer. Oh. Naja, okay. Schönen Abend noch, ne? Wenn ich das hätte sagen wollen, hätte ich das gesagt. Pisskopf. Arschloch. Dummkopf. Jetzt bist du rausgeflogen oder was? Ach, ich sag dir, das ist echt aufregend hier Fernsehen. Nö, anstrengend ist es überhaupt nicht. Schön einfach. Schön ruhig, schön locker. Ah. Hallo Anrufer. Hallo. 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 Was kann ich für dich tun? Ich weiß nicht. Mir ist langweilig und es kommt nicht gescheit zum Fernsehen. Und da bist du jetzt zufällig auf einem Kanal gelandet? Ja, weil ich das gehört habe, was du über die Ossis gesagt hast. Ah, du kommst aus dem Ossi, du Spinatwachtel, wa? Oh, danke schön. Ja, nein, das höre ich. Wisst ihr, wer so quatschen tut wie du, ja, da wird man schämen. Das ist schlimm, dass wir euch als Deutsche akzeptieren müssen. 100 Mark Begrüßungsgeld abgreifen und denken, ihr seid ja auch schon Wessis. Wenn ich was zu sagen hätte, Mecklenburg-Vorpommern an Dänemark verkaufen und die ganzen anderen Rest an Polen. Wir haben so ein klasse deutsches Leben gehabt, 60 Millionen Deutsche. Und dann kamen die ganzen Halbdeutschen dazu, aus dem Osten, mit Aluminiumgeld. Das im besten Fernsehen gucken und rufst an und beschwerst dich. Hallo Peter. Wie fandest du diese blöde Ossi-Kuh? Oh, ein bisschen dämlich. Ey, doof, wa? Jo. Was kann ich für dich tun? Ich wollte mal so was quatschen. Über was? Über dich. Ja, los. Hat sich überfordert. Was machst du denn, Leo? Noch mehr Licht. Hallo Peter, hier ist Bulle aus dem Ballermann. Ballermann 6? Ja, Ballermann 6. Was kann ich für dich tun, Bulli? Sag mal, wieso singst du immer mein Reim? Was? Mein Reim ist mein. Das singe ich immer? Ja. Mein Reim ist rein? Ja. Mein Reim ist rein, das ist schön, schön. Oder ich habe mal gehört, das heißt aber mein Reim ist raus. Nee, du bist jetzt raus. Aus meinem Leben und aus meiner Sendung. Ich hätte nie gedacht, dass die nachts hier auch so viel anrufen. Wie hast du das gedacht? Nee. Seid ihr alle fit? Hi. Hi. Oh scheiße, jetzt muss ich mal eben den Fernsehton ausdrehen, damit... Nee, ich verstehe dich gut. Wie findest du meinen Hintergrund? Rot. Ja, nicht schön? Es geht, ich fand die bewegten Bilder etwas lustiger. Ja, die kommen gleich wieder. Ja, sag mal was zum Thema Fahrrad. Fahrrad? Ja. Ja, zwei Reifen, Gangschaltung, Bremse. Und selber Autofahrer? Was? Und selber Autofahrer? Nee, Autofahrer? Ob du Autofahrer bist? Nee, hasse ich. Ja, prima, sonst wärst du jetzt auch rausgeflogen aus meinem Telefongespräch. Ich lass mich immer fahren. Mercedes S-Klasse. Bist du noch dran? Ja. Wie? Bist du noch dran? Ja. Was sagst du denn zum Thema Schiffsuntergänge? Kommt öfter vor, ne? Ist wie ein Flugzeugabstürze. Ja, genau. Genau, oder 24-Stunden-Sendung, was hältst du davon? Ja, ich war das mit dem BBC-Fax. Ich hätte eigentlich jetzt ganz gerne BBC geguckt. Ja. Dann fahr nach Niedersachsen. Ja, ist auch nicht schlecht, ne? Ist unser Sender hier heute, ja? Meiner. Mein Sender. Ein Länder, ein Sender. Nee. Guten Abend. Guten Abend. Ehrlich, mein Name ist Andreas Stahl, ich arbeite bei der Hamburg-Mannheimer. Hamburg, hallo Kaiser! Richtig. Hey, Werbung erfüllt? Nein, tschüss. Hallo? Ja, tschüss. Du hast dein Werbeding untergebracht. Hallo Kaiser. Hallo. Ja, hallo. Ja, du bist dran. Ja, hallo. Ich denke, viel ehrlich, du kommst auch aus dem Osten. Ich verstehe dich nicht. Ich denke, du kommst auch aus dem Osten, viel ehrlich. Wer kommt aus dem Osten? Du.
Ja, wenn ich nicht aus dem Osten wäre, dann könnte ich auch nicht über Ossis herziehen. Da ich aber selber daher bin, kann ich daherziehen über was ich will, ja? Aha, du kommst aus Magdeburg oder was? Nee. Wo denn her? Prenzlberg. Prenzlberg? Prenzlauer Berg oder was? Berlin oder was? Ja, ich hab immer den Mauerschützen, hab ich immer angefeuert, dass sie auch treffen. Aber die haben ja nicht so oft getroffen, nur 180 Mal oder so. Aha. Das sterben auch Deutsche bei jedem Flugzeugabsturz, was die Mauerschützen in 20 Jahren gebraucht haben. Okay, ich bin also Übrigens, an dieser Stelle kann man nicht oft genug sagen, das ist eine Satire-Sendung. Ach so. Da darf man sowas sagen, ja? Das ist alles Satire. Aber ich finde die echt geil, die Sendung. Findest du? Ja, logisch. Seit wann guckst du denn? Oh, ich guck schon seit einem Jahr schon. Ab und zu mal mehr. Nee, heute meine ich. Auch heute? Eben gerade angeschaltet. Ich wusste gar nicht, dass Anfang an kommt. Ich wusste nicht von Anfang an? Was? Guckst du nicht von Anfang an? Nein, leider nicht. Ciao. Ciao. Ich kann nicht mehr. Wir sollten abbrechen. Hi. An dieser Stelle kann ich das einfach mal sagen, wir haben ja einen Überraschungseffekt. Überraschung. Wochenlang hat sie gedacht, ich werde tätowiert. Hahaha, Tina, du bist dran. Doch. Hallo. Schon wieder weg? Können wir denn wieder eine Einspielung machen? Es hat ja in dieser Sendung schon mal eine Menge Ärger. Ich möchte eine Einspielung machen. Nee. Warte, ich zeig dir die Kassette. Gib mir mal den Anrufer so lange. Hallo Anrufer. Hallo. Was kann ich für dich tun? Wie geht's dir? Nächste Frage. Ja, was machst du noch den Tag? Ja, erzähl ich dir morgen, ja? Wir wollen jetzt eine rauchen gehen. Es hat hier mal Stress gegeben mit Sat.1. Alles Weitere seht ihr jetzt gleich im Film. Den Stress mit Sat.1. Ich soll noch ein bisschen mehr reden und jetzt können wir den Stress mit Sat.1 zeigen. Und dann gehen wir eine rauchen in der Zeit, wo ihr Sat.1 Stress seht. Können wir? Okay? Gut. Jetzt einfach eine glückliche Hamburgerin fragen. Dürfen wir sie was fragen? Was sie sagen muss? Sie muss etwas überlegen, aber sie hat sich bereit erklärt. Schwierig. Wie sind Hamburger Männer? Im Allgemeinen oder im Besonderen? Ja, wie du es gerne möchtest. Nicht so. Warum nicht? Oh je, die Fangfragen. Es gibt unglaublich viele, die sehen unglaublich gut aus und sind völlig bescheuert, was man meinen den Frauen nachsagt, die eher besser aussehen. Und es gibt unglaublich viele, die sind hässlich wie die Nacht und haben dann viel Humor und du zum Beispiel genau. Und sind da vielleicht auch intelligent, aber man will ja auch was fürs Auge und den Mann nicht immer beim Küssen, also muss die Augen nicht immer zumachen müssen, verstehst du? Also, oder nachts das Licht immer ausmachen müssen, ich will das schon auch ertragen. Würdest du bei mir nachts das Licht ausmachen? Ich glaube, ich müsste. Das sind Wahrheiten, die einfach hart sind. Leben ist hart, ja. Aber das ist der Job, wa? Verdient 12 Millionen im Monat und kann jede Frau haben, die ich will, wa? Die wollte ich ja nicht, ja? Lass uns einfach weitergehen. Was bildet die sie einfach ein hier auf mich, ja? Was bildet die sie einfach ein? Die kriegt so ein Angebot. Hat sie noch nie gekriegt. Noch nie. Sage ich euch, ja? Ins Blut, ja? Es gibt ja Leute, die behaupten, Toni Krieg hat kein Blut, weil wenn man Blut hätte, hätte man auch Mitleid, würde nicht so gnadenlos fragen wie Toni. Toni fragt gar nicht so gnadenlos. Er beweist einfach nur, ihr seid alle doof. Ihr da. Du eventuell, komm mal her. Jetzt mal ganz ehrlich, du gehst immer in die Innenstadt, siehst viele Kamerateams, genau. Die Leute Fragen stellen und hast dich immer gewundert, warum hat mich noch nie jemand gefragt. So ist es. Hast du dich schon mal angeguckt? Ja. Da hast du die Antwort. Also ich muss euch heute mal echt eine ganz traurige Geschichte erzählen. Letztes Jahr im November war kalt, nass, Gewitter.
Und da habe ich ihn gefunden. Der hat in einer Pfütze gelegen und hat mich quasi angeschrien. Peter, Peter, nimm mich mit. Mein Sender hat mich einfach vergessen, weggeschmissen. Peter, hol mich raus aus der Pfütze. Und ich konnte nicht anders. Mein Herz war gerührt. Ich weinte, Tränen strömten aus meinen Augen. Ich nahm ihn mit, packte ihn in eine Waschmaschine, wusch ihn bei 30 Grad, redete mit ihm, gab ihm wieder einen neuen Sinn. Er stand bei mir zu Hause auf dem Fernseher. Darüber hat er sich gefreut. 4 Monate lang. Und plötzlich sagte er wieder, Peter, gib meinem Leben einen neuen Sinn. Stülp mich einfach über ein Mikrofon. Lass mich wieder Sat.1 sein. Und ich tat ihm den Gefallen. Ich nahm ihn mit in die Stadt, stülpte ihn auf das Mikrofon. Und was passierte? Die Leute blieben stehen. Sie redeten in das kleine, kleine Wunder Windschutzkind von Sat.1. Und dann sagte er zu mir, Peter, bei Sat.1 gibt es eine ganz tolle Sendung. Bitte melde dich. Und ich sagte, klar. Und Sat.1 hat nicht geantwortet. Ihr habt den kleinen, kleinen... 1, 2, 1, Sat.1, Sat.1, Sat.1. Das sind Sat.1 oder zur RTL. In Ruanda sterben Kinder, Menschen. Und Sat.1 schmeißt einfach einen Windschutz weg. Und da hat die Rechtsabteilung von Sat.1 gedacht, auch wir müssen uns mal äußern. Und haben euren Peter angedroht, 500.000 Mark Geldstrafe. Oder ersatzweise 6 Monate Haft, wenn ich die kleinen, kleinen Windschutz von Sat.1 weiterhin über ein Mikrofon stülpe. Und da habe ich mir gedacht, ich werde jetzt Voodoo machen. Ich werde diesen kleinen Windschutz mit Nadeln traktieren. Und ihr, Rechtsabteilung von Sat.1, ihr werdet vor Schmerzen schreien, weil ihr heute einfach mal Dummkopf der Woche seid. So I paced
wollen wir jetzt mal in so eine Traube hineinstechen. Einfach mal, wer will eine Frage beantworten? Der macht es. Der macht es. Männer und Bart. Wie viel ist Ihnen Ihr Bart wert, wenn ich Ihnen jetzt 1000 Mark bieten würde? Nein. 2000 Mark. Auch nicht. 5000 Mark. wir haben die Schmerzgrenze, die ungefähre, 6000 Mark. 10.000 Mark, bar auf die Hand. Ja, für 10.000 Mark lässt sich drüber reden. So viel Geld hat leider unser Fernsehsender nicht. Tut mir leid. Kann ich mir vorstellen. Aber das wäre es gewesen. Habt ihr die Augen brechen gesehen bei 5.000 Mark? Da hat er sich nämlich gerade vorstellen können. Da hätte er sich die ganzen Fetischkleidungen, die er schon immer geil fand, so Latex und Gummi und Leder, hätte er sich alles kaufen können und in seine dicke Frau reinzwängen können, ja? Das wäre so geil für ihn. Hallo? Ja, ich bin das. Wer ist denn ich? Ja, Thomas. Hallo, Tommy? Na? Wie geht deine Frau jetzt damit um, dass ich sie nicht wollte? Nochmal, was? Wie geht deine Frau damit um, dass ich sie nicht wollte? So, da kann sie gut mit umgehen, du. Was kann ich für dich tun, Tommy? Ja, hast du was schön über Greenpeace gehört? Greenpest heißt ja, das. Ja, Greenpest. Aber das, was sie mit dem Brennspot angefangen haben, das war doch gar nicht so verkehrt, ne? Warum? Nur weil die wollten diese Insel bahnen lassen. Ja, so da richtig mal voll, ja, ja? Da baden wir ja sonst drin, ey. Ja, aber da wo die runterkommt, ja, da badest du drin, ja? Ja, sicher, logisch. Wann warst du denn das letzte Mal da baden? Was soll ich dir sagen? Vor 14 Tagen ungefähr. Und wenn du jetzt zum Beispiel ins Kaifu gehst, kennst du Kaifu? Ja, sicher, logisch. Dann pissst du doch auch ins Wasser. Hä? Du pissst doch genauso ins Wasser, wie wir alle das machen. Das ist nur ein normaler Druck, aber das machst du. Ja, aber das ist auch so ein Druck von so einem Ölkonzern. Denn die einfach mal 20 Jahre da in Betrieb waren, dann müssen die weg. Ja, sicher. Da kannst du doch mit dir einfach sagen, ey, du bist 20 Jahre lang, hast du dieses Benzin, was daraus gewonnen worden ist, aus dem Öl, was aus dieser Nordsee da kam, ja? Hast du gnadenlos benutzt, um damit dein Auto... Full Luft. Ja, um dein Auto da rumzufahren und gockeln und so, ja? Und wenn es aber um die Resteverwertung geht, dann fängst du an zu jammern. Findest du auch nicht gut, dass Robbenbabys nicht mehr geschlachtet werden dürfen? Da sag ich lieber nichts zu, du. Ja, ich will aber, dass du dazu was sagst, weil... Du, pass mal auf. Du bist wieder ehrlich. Der einzigartige und nur der echte und der, ich weiß nicht was, der grandiose Peter. Ja? Oh, wie ist Hallo? Dein Name? Susanne, ich hatte die letzte Woche schon mal angerufen. Ja, Susanne, und warum hast du dann nicht bei mir privat zu Hause angerufen? Tja, weil, ja, das war vielleicht doch ein großer Fehler. Bist du jetzt... Frederik, hört man mich? Ja. Hallo, Anrufer. Hallo. Ich bin wieder da, hab geraucht. In ungefähr 20 Minuten wird das Tätowieren beginnen. Kann jetzt schon mal sagen, dass Marcel der Kameramann ist, der Mann, der es geschafft hat, der erste vom offenen Kanal, der zu Hallo. Rüber. Hallo. Ich fick dir deine Mutter, du... Tschüss. Und außerdem kann ich dir das nicht wünschen, weil Mama war echt hart in so Sachen. Da hat nicht der Mann das gemacht, sondern Mama hat mit dem Mann gemacht. Diese bösen Piepworte, die du da eben gesagt hast. Enttäuscht mich irgendwie menschlich. Hallo? Hallo? Da hat doch eben einer von Hamburg Mannheim angerufen, ne? Ja, findest du das jetzt lustig? Wollen wir uns jetzt hier... Geiler. Wer ist ein Geiler? Ich bin Geiler. Ich kann hier rülpsen, ich kann hier furzen, ich kann hier Marcel einfach ein bisschen schubsen, ne? Und ich kann alles machen hier. Guck mal, einen Tiger streicheln über der Köpfe. Über den Köpfen muss die Tina wohl grenzenlos sein. Hallo Packmaus da zu Hause. Guckst du diese Sendung schon 2 Stunden, weil du hast erst gegessen und dann geguckt. Das finde ich gut. Das hat mir gezeigt, du bemühst dich um mich.
Du musst noch ungefähr 2 Stunden aushalten und dann kannst du die neue Kassette einlegen, um die alle da zu haben. In the Archiv, in the Navy, da 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 da, in the Navy, da 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 da, in the Navy. Oh, warte mal. Frederik? Ja, ich musste mal kurz ein bisschen brüllen. Ein paar Backenklappen könnte ich jetzt auch verteilen, einfach so nach Discord-mäßig. Hallo? 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 Ja? Hey? Ja, ich höre dich. Hey? Ja? Ja, pass mal auf. Ich wollte mich unterhalten mit dir über deine Hintergrunddekoration. Und zwar finde ich, da fehlt irgendwas, ne? Was? Ich finde, in deiner Hintergrunddekoration fehlt etwas. Was denn? Und zwar würde ich da hinten noch ein paar kleine Ravettchen hinhängen. Ein was? Ravettchen. Was ist denn das? Du weißt nicht, was Ravettchen sind. Ravettchen? Nee, das kenne ich auch nicht. Kennen wir alle nicht. Das erkennt ihr nicht. Aber pass auf, wir haben da oben einen Haken. Da könnte ich mich aufhängen. Ja, Wer hat eine Alternative zu deinen Ravettchen da? Das ist nicht so dekorativ, du. Und dann würde ich vielleicht da hinten in die Ecke einen Schneebesen stellen. Oh, super Idee. Mensch, dass wir da nicht dran gedacht haben. An Schneebesen. Ich hab echt meine Sachen damit vergeudet, ein Entchen mitzubringen. Oh. Da. Ja. Ist das nicht gut genug? Bitte? Ist das nicht gut genug, das Entchen? Verpiss dich einfach! Halt die Kamera! Mir schlecht. Ich muss mich hinsetzen. Das ist ja nicht mein Mikrofon. Mein Mikrofon ist hier. Du machst hier immer den Kabelsalat. Ja, na und? Ich mach den Kabelsalat, damit ihr das wieder alles wegmachen könnt. Frederik, hört man mich? Hi, Peter. Hörst du mich? Ja, hier ist nicht Frederik, hier ist Christian. Ja, aber du hörst mich. Ich höre dich, ja. Hallo Christian, was kann ich für dich tun? Du, ich möchte mit dir darüber reden. Ich finde das mit diesem Verunglücken finde ich total klasse. Ich möchte, dass meine komplette Verwandtschaft verunglückt, weil dann kommt man ins Fernsehen. Ja, weg damit. Ja, ich wisst ihr, was ich gerne machen würde? So ein Job auf dem Flughafen, so die Leute dann abholen, so betreuen, wisst ihr? So hingehen und sagen, oh scheiß Unglück, aber das Leben muss weitergehen und so. Sowas würde ich gerne machen. Ja, genau. Du kommst ins Fernsehen, irgendwie, du kannst das richtig als Karriere nutzen. Dann gehst du zu Schreinemarkt. Ja, aber es ist natürlich doof, wenn die ganze Verwandtschaft auf einen Schlag weg ist, weil so. Das bedeutet, dass du nur einmal so richtig berühmt sein kannst. Ja, okay, stimmt. Da, nee, echt. Aber wisst ihr, was ich auch scheiße finde? Was? Dass es keine Grubenunglücke mehr in Deutschland gibt. So, ich kenne noch aus meiner Jugend, da haben wir echt 8 Tage gebankt, so mit längende. Ja, so irgendwie Löcher graben. So. Ja, ob die rauskommen oder so. Ja, also ich habe da auch einige Ideen. Irgendwie. Ja, äußer mal, du bist der intelligenteste Anrufer, den ich heute bisher hatte. Ja, danke schön. Und ich hatte schon viele Anrufer heute, leider. Obwohl, auf Hamburg 1, da ist Konkurrenz im Moment, da gibt es Titten zu sehen. Also. Oh, ist das jetzt wirklich bei Hamburg 1 wieder Sexy Clips? Ja, genau. Da hat uns der Dieter, kennst du den echten Dieter? Dieter kenne ich auch, ja. Der hat uns erklärt, dass Hamburg 1 davon 800 Stunden gekauft hat. 800 Stunden! Da haben wir ja noch ein bisschen zu gucken. Da gibt es noch sexy Clips ohne Ende, ja? Ja, scheiße, ich habe immer nur Bänder irgendwie so, ich nehme das dann auf, wenn ich schlafen muss. So. Und Dieter hat auch mal, Dieter zum Beispiel ist auch tätowiert, wusstest du das? Uh-uh. Der hat sich aus Trotz DBV auf seinen Arm drauf gemacht, Deutscher Bund für Vogelschutz. Weil er sich nicht tätowieren durfte, hat er sich das auf Bock drauf gemacht. Und jetzt hat er da was mit seiner Frauenname und seiner Mutter oder wie auch immer. Ja, ey, da kann ich aber mich dann nicht mehr sehen, Marcel, wenn da dieser... Jetzt sehe ich mich wieder. Da war das davor, vor meinem Gesicht, ja, vor dem Programmmonitor. Um zu eurem Hintergrund nochmal zu kommen, also ich finde die Spermalampe am besten. Nein, das war ein Halbpiepwort. Ja, komm. Das rote Die spritzt Teil. Ja nicht so richtig. Nee, aber dieses Blub irgendwie erinnert mich mehr medizinisch so. Ja, nachher machen wir ja dann diesen Rauschgift-Test. Wie geht der? Ja, wir machen dann das Licht aus und dann haben wir LSD genommen. Und wer zuerst hier ausrastet, der hat dann gewonnen.
Ja, ich glaube, ich komme noch mal vorbei heute Abend, aber wir lassen... Wo kommst du vorbei? Ja, in der Stresemannstraße. Nee, da kannst du hier leider nicht vorbeikommen. Geht nicht, ne? Schade. Weil wir haben da also echt 38 Buddy. Übrigens kann ich aber jetzt schon sagen, morgen früh um 6 gibt es hier eine Weltsensation. Nee, heute früh um 6 gibt es eine Weltsensation. Und am Dienstag? Nee, erstmal heute. Heute auch, ja. Also am Dienstag kannst du natürlich ins Molotow kommen. Genau. 22 Uhr. Aber ich kann heute für 6 Uhr, heute Morgen, also in 4 Stunden ankündigen, wird Take That hier im Studio sein mit Robbie, die Wiedervereinigung. Ja, ich war schon also todtraurig, als Robbie gegangen ist und jetzt, wo Take That auch aufgehört hat. Also nee, die hören ja nicht auf. Die werden heute in meiner Sendung live verkünden, dass sie jetzt wieder zusammen sind. Echt? Nee, hast du jetzt ehrlich gesagt, wärst du jetzt spitzenmäßig. Ja. Peter, du hast noch 10 Stunden und 3 Minuten. Wieso? Ey, bis 24 Uhr geht die Sendung. Alter Schwede, das haut mich jetzt um. 22 Stunden noch knapp. 22 Stunden. Wie soll ich das schaffen? Ja, das frage ich mich auch. Ey, der offene Kanal, kann ich ja jetzt ruhig mal sagen, hat 800 Mark mir für die Drohung zugegeben. Und das finde ich schon mal ganz gut. Möchte mich an dieser Stelle bei unserer Leitung des offenen Kanals bedanken, dass ihr mir diese Möglichkeit gegeben habt. Danke. Wackere Leistung. Ich verabschiede mich, war angenehm mit dir zu sprechen. Wir sehen uns hoffentlich am Dienstag. Bist du da? Na gut, ich hoffe, du bist dann da. Weil ich bin auf jeden Fall da, wenn ich dann rechtzeitig aus Köln von Bärbel Schäfer rechtzeitig zurückkomme. Marcel, warst du auch schon mal bei Bärbel Schäfer? Ja, natürlich, jeden Tag bin ich da. Hast du da voll Bock drauf? Ey, kannst du mal mit der Tosse lassen, ja? Hier mit dem Anbaggern und so. Ihr versteht euch so und so irgendwie. Das ist dann angefangen, ne? Ey, so lustig war das überhaupt noch nicht. Frauen und Technik. Ich sag dazu jetzt nichts. Ich sag jetzt nichts Frau und Technik, sondern... Ja, da passiert voll erschreckt. Hallo Anrufer. Oh, schon dran, das ging aber schnell. Ey, ich werd gleich tätowiert. Ich muss den Fernsehleiter stellen, ich merk das gerade. Und ich werd gleich tätowiert. Du wirst gleich tätowieren? Ja. Na. Guck mal, du guckst um diese Uhrzeit noch fern. Ja, geh mal davon aus, dass wir die ganzen 24 Stunden Anrufer haben werden. Ganze Nacht durch? Nee, bis genau noch 22 Stunden dauert diese Sendung. Na. Glaubst du nicht? Ja, muss ich ja. Ich kann es doch nicht nachvollziehen, weil irgendwann ist für mich leider auch schlafen gehen Zeit. Ja, aber wenn du dann aufwachst, schaltest du ein und siehst mich immer noch. Na, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich morgen früh aufstehe, jetzt unbedingt gleich Fernsehen anschalte. Also meist dann hau ab! Hast du jetzt gelogen? Das wäre viel besser gewesen. Ach, jetzt kommt gleich der Teil dieser 24-Stunden-Sendung, vor denen ich am meisten Muffe habe irgendwie. Ich werde gleich gepiekst, gestochen von diesem Mann da, der schon seine Horrorapparatur, kannst du ruhig mal zeigen, die Horrorapparatur, die er da gleich hat, das wird gleich in meinen Arm eindringen. Er hat gesagt, er wird knapp unter 1 cm stechen, damit es auch sehr lange hält, für immer. Für immer frei, tätowiert, ein Ei. Ey Peter. Hallo. Du, ich finde dein Tattoo total cool, wenn du das... Ja, noch habe ich es ja nicht drauf. Aber ich finde das voll korrekt. Ich bin zwar noch nicht 18, meine Eltern erlauben mir kein Tattoo. Willst du ihn gewinnen? Ja, würde ich gerne. Ey, wir verlosen nämlich auch ein Tattoo und der hat mir gesagt, 500 Mark. Heißt. 500 oder? Mark? Ja, weißt du, wie könnte ich das denn machen mit meinen Eltern, weil ich bin noch nicht 18. Ja, soll ich dir da wirklich einen Tipp geben? Ja, bitte. Ja, ich komme. Rattengift. Rattengift an meine Eltern. Ja, weg damit. Meine Eltern. Dann kriegst du Vollwaisenrente, wenn du noch keine 18 bist. Ach, geil. Cool, mach ich. Tschüss. Dann immer nur ein Tipp pro Anrufer. Übrigens, zwei unserer Techniker sind jetzt mal kurz weggefahren, Gitarre holen. Die bestreiten dann das musikalische Programm. Bis die erste Band heute, die spielt um 12 Uhr. Ist Kummerfield. Kann ich jetzt schon sagen, riesengeil. Nee, riesen. Naja, auf jeden Fall groß. Groß. Ja, Band! Riesenband! Band! Da wäre ich dann Luftgitarre zu spielen. Hallo Anrufer!